Guten Tag! Ja, da bin ich wieder und ich stelle gerade mein Mikro ein. So. Mal gucken. So müsste gut sein. Es will einfach nicht halten. Ja, wir laufen los. Was ist das denn? Weg zurück. Ne, Weg zurück ist Blödsinn. Achso, auf falsche Richtung. Okay. Toter Templer. Was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Neue Quest. Gucken. Du hast den Leichnam eines Templers gefunden, der von Banditen erschlagen wurde. Außer einem Medaillon und einer Notiz konntest du nichts mehr bei ihm finden. Möglicherweise bedeutet das Medaillon ja jemand in Lottering etwas. Okay. Nach Lottering waren wir unterwegs, meine ich. Ja, ein starker Wutumschlag, der ist nicht fehl am Platz. Und einmal Barrikicks brauche ich nicht. Denn den Mabari habe ich noch nicht und den werde ich auch nicht in meine Gruppe aufnehmen. Also zumindest am Ende nicht mehr. So, die beiden Kisten öffnen schnell. Die auch. Die Axt fällt mir gut. Falsche Kiste. Jo, die Axt ist geil. Ach so, das Haupthand. Scheiß Dreck. Na ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ach, das Lottering jetzt. Alles klar. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Worüber wollt ihr mit mir sprechen, Alistair? Seinen Nabel vermutlich. Zumindest hat er ihn jetzt lange genug angestarrt. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Vielleicht sollten wir versuchen, diese Verträge einzusetzen. Ich stimme zu. Habt ihr sie euch schon angesehen? Nein, noch nicht. Wir haben Verträge für drei Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar, und den Zirkel der Magie. Ich halte Al-Iman für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Was sollten wir eurer Meinung nach tun, Morrigan? Folgt dem Feind. Findet Loghain und tötet ihn. Dann könnt ihr die Sache mit den Verträgen sicher in Angriff nehmen. Damit rechnet er ganz bestimmt nicht. Er hat ja auch den Vorteil nicht auf seiner Seite. Keine Armee, keine Erfahrung. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie geäußert. Wenn ihr ständig Gründe finden wollt, etwas nicht zu tun, dann stehen wir noch hier, wenn die dunkle Brut uns verspeist. Dann müssen wir diese Leute finden. Ich kann euch die Richtung weisen, wenn ihr möchtet. Wo finden wir den Zirkel der Magie? In seinem Turm am Kaelenhardsee im Norden. Wir müssen mit dem ersten Verzauberer sprechen, wer immer das gerade ist. Ich brauche keine weiteren Reiserouten. Also einen Plan? Ich bin bereit aufzubrechen. Also gut. Wir können das Lager abbrechen und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid.
Ja, wir gucken uns jetzt trotzdem erstmal hier ein bisschen um. Elfenwurzel. Ja, hier sind überall Flüchtlinge und Flüchtlingskinder. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ein sehr witziger Dialog, wie ich finde. Ich betrachte das als erledigt. Sehr schön. Ja, hier ist irgendwie so gar nichts Richtiges für uns. Und deswegen können wir eigentlich auch aufbrechen. Ich guck mal eben hier vorne, weil ich will ja noch irgendwas abgeben. Hier da, wenn ihr einen sicheren Unter... Zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Diebe berauben nun mal die Glücklosen, wann immer sie eine Chance dazu bekommen. In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Danke für die Warnung. Glück, wohin ihr auch immer geht. Es ist nur eine Vermutung, aber jedem in Lothering scheint... Ah, die Anschlagtafel der Kirche. Lasst uns ein paar Botengänge erledigen. Das wird bringt die erledigt. Menschheit weiter. Ja, die Anschlagtafel ist einfach nur dafür da. Wir nehmen das jetzt mal an. Das ist eine Quest, eine Nebenquest. Da und uns ein paar Kupfermünzen. Einfach weil... Oh, fest aktualisiert. Naja. Samaroon, mit dem werden wir jetzt noch sprechen. Also die Anschlagtafel ist einfach ein Bereich für Quests, Wenn ihr die man annehmen Zuflucht sucht, kann. muss ich euch leider mitteilen, dass in der Kirche kein Platz mehr ist. Wir weisen niemanden ab, aber wir haben einfach keine Schlafplätze mehr. Ihr findet Priester im Inneren, falls ihr dem Erbauer huldigen möchtet. Möge er uns alle beschützen. Wusstet ihr, dass es am Hochweg Banditen gab? Gab? Habt ihr sie vertrieben? Sir Brian wird darüber ausgesprochen erfreut sein. Wer hat in dieser Kirche das Die Sagen? Kirche selbst wird von der ehrwürdigen Mutter geleitet. Und Sir Brian ist der Anführer der hier stationierten Templer. Gibt es Nicht irgendwelche seit Neuigkeiten? Taryn Loghain mit seiner Armee hier vorbeigezogen ist. Was mit dem König geschehen ist, ist eine Tragödie. Aber die anrückende dunkle Brut lässt kaum noch Raum für andere Gedanken. Lebt wohl. Der Erbauer möge euch beschützen. Ich gehe jetzt trotzdem in die Kirche. Okay, da ist Sir Bryant. Es gibt Sir Berichte von der Donail, da schweifenden führt dunkler Brut, sein Strich drauf, deswegen scheint das hier Questabgabeort zu sein, sind die deswegen. einzige Hoffnung, die dieses Dorf. Und ich gucke gerade auf die Zeit, deswegen würde ich sagen, den sprechen wir noch an. Wer? Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beimer Bauer? Oh. Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Aoimen wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohlauf wäre? Was meint ihr damit? Der Aal leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wir konnten kein Heilmittel finden, weder ein natürliches noch ein magisches. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen. Aber sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Niemand versteht das Wesen dieser Krankheit. Und selbst Magie konnte ihr Fortschreiten kaum verlangsamen. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder.
Alle Ritter von Radcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne. Das ist in Doppelfolge, sag ich direkt. Sag mal, das heißt, später oder so. Asche mal schauen. Würde jede Krankheit heilen.